Hallo und herzlich willkommen Leute, mein Name ist Alex, ihr seid auf dem Channel Fifthim und ich darf euch heute zu einem riesigen neuen Projekt begrüßen, denn das Knuspervaro kommt raus. Ja, ich habe schon vor ein paar Videos immer mal wieder gesagt, dass da das nächste Projekt ein Varo sein wird und in diesem Video erkläre ich, was für ein Varo es sein wird, wie ihr euch überhaupt bewerbt, wann es losgeht so ungefähr, was es noch weiteres zu beachten gibt und wir wurden gesponsert, dazu sage ich aber auch noch am Ende des Videos was. Ja, erstmal, was für ein Projekt ist es? Es ist ein ganz normales Varo-Projekt mit so 20 Mitspielern, ist es gedacht. Wir haben davon erst 3, das heißt 17 Plätze sind frei, das heißt, ihr könnt euch bewerben. Wie ihr euch bewirbt, sage ich auch gleich nochmal. Ansonsten, es läuft nach den ganz normalen, standardtypischen Varo-Regeln. Wir suchen uns noch eine Map raus, haben eine World Border, die verkleinert sich mit jedem Tod um eine bestimmte Anzahl von Blöcken. Das heißt, einfach das gesamte normale Varo-Regelwerk, aber ich gehe nochmal in einem extra Video, bevor es anfängt, auf die Regeln ganz klar ein, damit da keiner Unschlüssigkeiten hat. Jetzt, wo ich es gerade erwähne, es werden noch einige mehr Videos kommen, bevor Varo an sich anfängt. Die sind auch relativ essentiell und wichtig, deswegen würde ich euch genauso wie bei meinem letzten Projekt darum bitten, wenn ihr Interesse habt und euch bewerben wollt, abonniert den Kanal. Nicht, um meine normalen Let's Plays zu gucken, sondern einfach nur, damit ihr die Videos seht, die wichtigen Videos für Varo, weil ihr wollt ja bei dem Varo mitmachen. Und dann muss ich nicht zu jedem hingehen und jeden einzeln das schicken. Vor allem, vielleicht habe ich bis dahin auch noch nicht von allen die Kontaktdaten. Deswegen abonniert einfach den Kanal und schaut euch dann meinetwegen auch nur die Varo-Videos an. Also die Varo-Ankündigungsvideos und die Regelvideos. Und danach könnt ihr den auch wieder gerne deabonnieren. Nicht, dass ihr denkt, dass es mich um Abos geht. Ich möchte einfach nur sicherstellen, dass jeder über die Informationen benachrichtigt wird. So, jetzt für euch der wahrscheinlich interessanteste Schritt. Wie bewerbe ich mich? Ja, eine Bewerbung kannst du einfach gerne in Form eines Kommentares unter diesem Video hier lassen. Schreib einfach mal deinen Namen, dein Alter rein, dann wieso du gerne mitmachen möchtest. Und wir schauen dann uns einfach mal die ganzen Bewerber an, suchen uns davon 17 raus, welche uns gefallen. Deswegen wäre es ganz toll, wenn du uns noch eine Möglichkeit geben würdest, dich zu kontaktieren, sei es jetzt Skype oder über eine E-Mail. Schreib uns da bitte eine dazu, damit wir dann mit dir in Kontakt treten können. Ja, ansonsten gibt es dort eigentlich keine größeren Voraussetzungen. Man muss ein YouTuber sein, also man muss das Varo auch aufnehmen und auch auf seinem eigenen Kanal hochladen. Über die Folgenlänge, die Folgenanzahl und so, darüber reden wir nochmal alles in späteren Videos. Die solltet ihr auch nicht verpassen, weil bei, ich glaube, 5 Strikes fliegt man komplett aus dem Projekt raus. Was nach welchem Strike passiert, erkläre ich auch in späteren Videos. Also das war jetzt echt kein Witz, dass ich euch darum gebeten habe, dass ihr den Channel abonniert, weil da kommt noch einiges, worüber wir noch uns alle unterhalten müssen. Ja, das Beginndatum ist noch ein bisschen unbekannt. Das wird wahrscheinlich so Anfang August beginnen, weil ich bin vom 7. Nee, Moment. Doch, ich bin vom 7. Juli bis zum 23. Juli im Urlaub. Und dann wird das wahrscheinlich so am Anfang August beginnen. Ich werde ja auch schon im Urlaub mir die ganzen Bewerber angucken, raussortieren. Und ich verwalte das ja noch nicht ganz alleine, sondern mit dem wunderbaren Easy Arts Hyro. Der ist auch unten direkt erster Link in der Videobeschreibung. Der macht auch mit. Und ja, der ist auch unser Sponsor. So, bevor jetzt irgendwelche denken, oh, Sponsor, was ist denn da los? Also wird das dann unfair sein oder habt ihr euch jetzt kaufen lassen? Nein. Der liebe Hero ist einfach auf mich zugekommen und hat gesagt, yo, ich habe hier noch einen Root-Server stehen, mit einer Teamspeak-Lizenz, mit 10 GB, die ich euch zur Verfügung stellen kann. Ich habe nur 2 Bedingungen, ich möchte auch im Projekt mitmachen und ich möchte verlinkt werden, was auch unfassbar, das ist, wenn man schaut, so ein Root-Server mit 10 GB, wenn wir den hätten bezahlen müssen, uns anschaffen müssten, dann wäre wahrscheinlich der Sunrise-Server offline gegangen. Jetzt können wir aber den Sunrise-Server einfach so nebenbei am Laufen lassen, weil es haben sich genug Leute auch gewünscht, dass der Sunrise-Server einfach öffentlich bleibt, oder online bleibt. Und halt, der hilft unfassbar der richtet die ganzen Plugins ein, der kümmert sich darum, das ist ein richtig nicer Dude. Also guckt dort auf jeden Fall vorbei. Der ist 16 Jahre alt, macht Gameplay wie ich, Let's Plays, und der hat einfach eine unfassbare Stimme und eine unfassbare Audioqualität. Das ist einfach wirklich krass, wenn man sich das anguckt. Bitte tut mir den Gefallen und schaut bei ihm vorbei, weil er ist so eine Person, der gibt einfach uns einen Root-Server zur Verfügung. Ich meine, hey, ich dachte zuerst, er will mich verarschen oder so, aber der meint das ernst. Und der hilft uns, dieses Projekt auf die Beine zu stellen. Deswegen, wenn ihr ein Fan von uns seid, gebt ihm zumindest die Chance, geht auf seinen Kanal und guckt ihn euch an. So, falls ihr ansonsten noch irgendwelche Fragen oder Anmerkungen habt, könnt ihr die auch gerne in die Kommentare schreiben. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall in den nächsten Varo-Videos. Ihr solltet die echt nicht verpassen, weil ich werde kein Varo-Video raushauen, was nicht ein
direkten Bezug zu unserem Knuspervaro hat und auch nicht dafür essentiell notwendig ist. Deswegen, wenn ihr da mitmachen wollt, guckt es euch an. Und ansonsten bewerbt euch einfach mal in die Kommentare. Schreibt einfach rein, was seid ihr für eine Person, Name, Alter und eine Kontaktmöglichkeit. Wieso wollt ihr mitmachen? Und ja, dann würde ich sagen, bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Ich bin schon ziemlich hyped auf das Projekt, weil ich ja auch eigentlich im PvP ziemlich schlecht bin. Muss man einfach mal so sagen. Vielleicht fange ich so eine Serie an PvP-Training. Nochmal ein Varo-Training, was ich dann halt vor Varo noch reinschiebe. Ich muss da echt gucken. Varo wird übrigens auf der 1.8, das Knusper-Varo wird auf der 1.8 stattfinden, weil ich davon einfach ein Mega-Fan bin. Hyro ist davon ein Mega-Fan von der 1.8. Wir mögen die beiden mehr als die 1.9, 1.10 und die kommenden Versionen. Und ja, ich glaube, ich habe jetzt einfach alles erklärt, alles gesagt. Dann, wie gesagt, haut einfach mal eine Bewerbung rein und ich wünsche euch allen viel Glück. Und falls ihr nur Zuschauer seid, wünsche ich euch natürlich auch viel Spaß beim Projekt. Und ich hoffe, wir fliegen nicht direkt in der ersten Runde raus. Das wäre nämlich ziemlich bitter. Es kann passieren, aber hoffentlich nicht.